Hallo bei Checkpot. Das hier sollte eigentlich ein Film über eine laue Sommernacht werden. Jetzt sieht's eher nach Regennacht aus, aber wir sind trotzdem guter Laune, denn heute ist die Extraschicht. Das ist eine Veranstaltung, bei der an ehemaligen Industrieorten kulturelle Veranstaltungen zu sehen sind. Und diese Veranstaltung gibt es schon seit mehreren Jahren immer wieder im Sommer. Wir haben uns gedacht, da müssen wir eigentlich mal mitmachen. Und das machen wir jetzt. Unser Checkpot-Mobil ist gesattelt und ich würde sagen, auf geht's. Einmal im Jahr will der Ruhrpott mit der Extraschicht ein Zeichen setzen. Die Region hat sich immerhin vom Standort der Schwerindustrie zur modernen Kultur- und Wirtschaftsregion gewandelt. In ehemaligen Zechen, Maschinenhallen und Stahlwerken befinden sich heute Veranstaltungshallen oder Museen. Ehemalige Zechengelände und Hallen sind zu Naturoasen geworden. Und an keinem anderen Abend wird dieser Wandel des Ruhrgebiets so deutlich wie bei der Extraschicht. Denn da laden unzählige Spielorte zu Konzerten, Lichtshows, Ausstellungen oder sonstigen Veranstaltungen ein. Von 18 bis 2 Uhr nachts. Wenn ich mit dem Auto fahren möchte, es gibt Shuttlebusse, die Besucher von einem Spielort zum nächsten bringen. Außerdem habt ihr mit dem Extraschicht-Ticket freie Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln. Unser Plan für diese Nacht: einmal quer durchs Ruhrgebiet von Bönen bis nach Duisburg mit hellen und dunklen, lauten und leisen Veranstaltungen. Mal gucken, was uns erwartet. Die erste Station auf unserer heutigen Regenschicht ist der Förderturm in Bönen. Dieses Bauwerk ist das letzte verbliebene der ehemaligen Zeche Königsborn. Heute wird der Turm zum Klangturm, denn hier gibt es verschiedene Konzerte und man kann sich den Turm von innen mal angucken. Der Förderturm in Bönen gilt als bedeutendes Dokument der Architekturgeschichte der 20er Jahre. Über 80 Jahre lang prägten der Turm und die Zeche Königsborn die Menschen der Gemeinde Bönen, bis dann auch hier mit dem Bergbau Schluss war. Heute erzählen die Mitglieder des Fördervereins Besuchern Geschichten aus dieser Zeit. Auch außerhalb der Extraschicht werden Führungen durch den Turm angeboten. Eine Ausstellung zeigt Exponate aus der Bergbauzeit. Und wer hoch hinaus will, kein Problem. Auf einer Aussichtsplattform könnt ihr euch Bönen von oben angucken. Zur Dämmerung wird der Förderturm in schönes buntes Licht gehüllt. Außerdem finden unten im Saal Veranstaltungen statt. Wie zum Beispiel auch bei der Extraschicht. Da waren unter anderem eine Dudelsackgruppe und Alphornbläser zu Gast. Wir sind jetzt im Dortmunder Depot angekommen. Das ist eine ehemalige Straßenbahnhauptwerkstatt. Heute vereint das Gebäude Medien, Kunst und Gastronomie. Jetzt zur Extraschicht gibt es hier die World Press Fotoausstellung. Da werden die weltweit besten Pressefotos ausgestellt. Und außerdem kann man hier noch eine ganze Menge mehr sehen. Einmal im Jahr zeichnet die World Press Photo Foundation aus über 100.000 Einsendungen die besten Pressefotos der Welt aus. Gewinner ist in diesem Jahr der amerikanische Fotograf John Stanmeyer. Sein Foto zeigt afrikanische Migranten in Djibouti, die bei Nacht ihre Handys hochhalten, um vom Nachbarland Somalia ein Signal zu empfangen. Nicht minder beeindruckend sind aber auch die anderen Bilder der Ausstellung, die wir uns bei der Extraschicht im Dortmunder Depot angucken konnten. Inzwischen ist die Ausstellung leider schon weitergezogen. Die Bilder kann man sich aber trotzdem noch auf der Website der World Press Photo Foundation angucken. Und ein Besuch des Dortmunder Depots lohnt sich so oder so. Hier kann man die Arbeit verschiedenster Künstler bestaunen, die hier ihre Ateliers haben. Außerdem im Depot untergebracht sind ein Restaurant, das Freie Theater und ein Kino. Mittlerweile ist es schon richtig dunkel geworden und wie sich herausstellt, ist das der perfekte Moment, um hier nach Herne zu gehen, zur Künstlerzeche Unser Fritz. Denn was hier abgeht, das ist richtig Laser. Das bunte Licht ist das Markenzeichen der Extraschicht. Sobald es dunkel wird, werden die Industriebauten im ganzen Ruhrgebiet in stimmungsvolles Licht gehüllt. Und auch die Künstlerzeche Unser Fritz macht mit. 1964 hat hier nach der Stilllegung der Zeche der erste Künstler Helmut Bettenhausen sein Atelier errichtet. Heute umfasst das Gebäude 11 Ateliers und 3 Ausstellungs- und Veranstaltungshallen. Bei der Extraschicht gewähren Künstler einen Blick in ihre Ateliers und draußen gab es unter anderem irische Klänge auf die Ohren. Thank you.
Nordsternpark in Gelsenkirchen wird man von faszinierenden Lichtinstallationen empfangen. Wenn man dann fertig ist mit Staunen und Fotos machen, dann geht's zum Feiern an die Cocktailbar. 1993 wurde diese imposante Zeche stillgelegt, die Zeche Nordstern. Das Betriebsgelände wurde daraufhin grundsaniert und in einen Landschaftspark verwandelt. 1997 fand im Nordsternpark die Bundesgartenschau statt und spätestens seitdem ist der Park mit seinem Förderturm, den Brücken und dem Amphitheater ein absolutes Wahrzeichen Gelsenkirchens. Traditionell ist der Nordsternpark auch bei der Extraschicht dabei. Der Förderturm wird geöffnet, der Bergbaustollen lässt Besucher in die Vergangenheit eintauchen und am Amphitheater gibt es ein großes Lichtspektakel, was offenbar auch das Highlight dieses Abends war. Wir haben es uns aber leider nicht angeguckt, denn wir mussten ganz schnell weiter, um noch unsere letzte Station rechtzeitig besuchen zu können. Jetzt ist auch schon fast Schicht im Schacht bei der Extraschicht. Vorher schauen wir aber noch im Landschaftspark in Duisburg vorbei. Das ist ein ehemaliges Hüttenwerk, was sich seit seiner Stilllegung zu einem echten Freizeitpark entwickelt hat. Dieses Jahr feiert der Landschaftspark sein 20-jähriges Jubiläum und das wird bei der Extraschicht gebührend gefeiert. 1901 wurde das Hüttenwerk in Duisburg gegründet. 84 Jahre lang produzierten die Hochöfen rund 37 Tonnen Spezialroheisen. Mehrere Hochöfen wurden später abgerissen. 1985 wurde das ganze Werk wegen Überkapazitäten auf dem europäischen Stahlmarkt stillgelegt. Das Gelände wurde daraufhin mit allen Gebäuden für einen internationalen Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Die Landschaftsarchitekten Peter Latz und Partner gewannen. Von 1990 bis 1999 wurden die Hallengebäude und das Außengelände umgestaltet und anders nutzbar gemacht. Der Park gilt seitdem in Fachkreisen als eines der wichtigsten Projekte der Landschaftsarchitektur und gewann mehrere Preise. Seit 1994 kann der Landschaftspark Duisburg-Nord besichtigt werden. Die ehemaligen Werkshallen sind für Firmen und Kulturveranstaltungen hergerichtet. In einem alten Gasometer entstand Europas größtes künstliches Tauchsportzentrum. Der ehemalige Erzlagerbunker ist heute ein Klettergarten und ein Hochofen ist zum Aussichtsturm ausgebaut. Ganz besonders faszinierend sind die Lichtinstallationen des britischen Künstlers Jonathan Park. Der hüllt den Landschaftspark in ein faszinierendes Meer von Licht und Farbe. Der 20-jährige Geburtstag des Landschaftsparks wurde bei der Extraschicht mit einem großen Feuerwerk gefeiert. Das haben wir allerdings komplett verpasst. Als wir kurz nach 1 ankamen, wurde schon überall alles abgebaut. Aber immerhin die schöne Lasershow haben wir noch mitbekommen. Das war unsere ganz persönliche Extraschicht 2014. Wir finden, dass Industrie, Kultur, Kunst, Musik, Essen und Party wunderbar zusammengehen. Da war wirklich für jeden was dabei. Unser Ziel, mindestens 5 Veranstaltungsorte zu besuchen, war vielleicht etwas ambitioniert. Eine Nacht reicht einfach nicht, um all diese Veranstaltungen zu besuchen und all den Orten gerecht zu werden. Deswegen unser Tipp für euch, sucht euch besser 1-2 Veranstaltungsorte, die euch wirklich interessieren und lasst es krachen. Ich sag bis zum nächsten Mal bei Checkpot.